Herzlich willkommen, Leute, zurück zu, jetzt wollte ich schon fast sagen, Batman. Nein, wir sind hier bei Darkest Dungeon und zu unserem LP-Town oder in unserer Stadt LP-Town, ne? Und wir waren stehen geblieben nach einem, wie immer, gut verlaufenden Dungeon. Und wir haben ziemlich viel... Naja, genau, ich musste mir nämlich die ganzen Leute reinholen. Wir hatten neue Gebäude jetzt offen, haben noch ein bisschen Cash am Start, aber würde sagen, starten wir dann auch direkt dann in die nächste Mission, ohne den Healer dann tatsächlich dabei. Das könnte sehr interessant werden. Warte mal, 1, 2, 3, wir haben gerade echt 3, ach, da unten haben wir ja noch mehr, ach Gott sei Dank, ich habe schon fast kurz einen Herzinfarkt, dass uns da ein paar Leute fehlen. Nee, aber wir haben jetzt genug, mehr als genug. So, ich brauche natürlich eine kleine Mission. Da haben wir schon unseren ersten Boss, wo wir ein schön seltenes Item kriegen. Was eigentlich auch an sich nicht schlecht ist, aber ich brauche dafür mindestens Level 2 Champions. Und die sind erstmal gerade alle noch auf dem Weg. Und das ist der Necromancer. Mal gucken, was haben wir denn hier alles noch so. Medium haben wir noch kleine da, eine schöne, shorte Mission. Hier unten haben wir sogar schon eine Level 3 Mission. Und wie ihr seht, haben wir jetzt die beiden Bereiche Warrants und Wield freigeschaltet. So, wir machen aber jetzt hier eine recht kleine Mission. Ihre Lieblingsposition ist die dritte. Seine Lieblingsposition ist leider auch recht weit vorne. Sie kann aber auch hinten stehen, ne? Aber welche Attacken macht sie denn von hinten? Den Messerwurf kann sie von da hinten machen. Und das, also okay, da muss sie doch leider hinten stehen, weil sonst haben die anderen keine Fähigkeiten. Kann er auch zur Not einem weiter hinten stehen? Kann er tatsächlich, er kann sogar seinen ganz normalen Melee-Angriff aus der dritten Reihe vollziehen. Viele Nahkämpfer, kein wirklichen Fernkämpfer dabei, außer die Tussi, die ihre Messer werfen kann. Ach ne, sie kommt nach ganz vorne. So, haben wir jetzt noch Items da, die benutzt werden können. Ja. Vitrogens, Heal Recreve, da wir eh keinen Heal haben, aber das könnte auf jeden Fall was Cooles werden. Zwar Geschwindigkeit ein bisschen niedriger, aber dafür, na, genau. So, da haben wir jetzt aber was, die Maske, die fette Maske. Er hat noch keinen Stress. Max HP, Crit und Speed. Machen wir das mal, geben wir das mal jemanden, der weiter hinten steht. Crit, Speed, Max HP. Ah, warte mal, wer kann das denn tragen? Leaper only. Was war doch mal ein Leaper? Leaper sind doch Plague Doctor, Helion, Leaper, 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 Crusader, Bounty Hunter, Grave Robber, Man at Arms. Sind etwa Leaper scheinbar die, ach, diese Hexendoktoren, die es gibt. Ach, die dürfen das tragen. Oh. Ach, schade, ich hab gedacht, das könnte jeder tragen. Macht nix. Werde ich auch so mit klarkommen. Ist auf jeden Fall wieder eine shorte Mission. Da reichen dann uns mal wieder so, ja, an den Fackeln reicht. So, Nahrung diesmal etwas mehr als 12 nur. Zwei Schlüssel wieder mit. Zwei Schaufeln sicherheitshalber. Bisschen davon. Ach, das ist sogar ein zu viel. Zurück. So, dann sind wir jetzt mal wieder bereit für die nächste Mission. So. Oh, die sehen auch ganz lustig aus. Complete auf 100% der Orum-Battles. Ich werde jetzt da unten in so einen schönen Zickzack-Kurs gehen. Oh, und aber ausgewichen. Guter Typ. Schriftrollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das was... Nein, nicht gut. Menno. So, einmal noch bitte Fackel an. Und ein Battle. Gegen die Spinschen. So, was ist das denn hier? Blight Chance. Die ist relativ gering. Dann zack. Schön Spritzen schmeißen hier. Und Debuff sogar. Debuff. Ein Gegner marken. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ein Gegner gemarkt ist, dass der besser, ich weiß nicht, zu treffen ist oder mehr Schaden macht. So, erstmal hier alle minus 5% Dodge und minus 5 Geschwindigkeit.
Aber sie weichen alle aus. Oh, jetzt wollen sie meine Leute vergiften. Das ist aber nicht schön hier. Und dann wollte er auch noch. Oh, das Vergiften hat aber schon Schaden gemacht. 9. Und, oh, lol. Das ist aber nicht cool. Quatsch. Und, oh, ich hätte mir... Oh, doch. Ich hätte mir echt mehr Essen einpacken müssen, weil... Doppelt. Oh, Leute. Ich habe nämlich keinen drin, der einen Heal-Skill hat. Ach, nee. Das ist nicht gut. 18 Crit. Ja, vergiftet er mal hier. Zack, tot durch Gift. So, du musst erstmal jetzt hier... Ja, ich weiß. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. So, weg. Und dann... Essen darf er nicht. Wieso darfst du nicht essen? Mein Freund, wieso nicht? Egal. Dann, so. Und ausgewichen. Schade. So, du kriegst das auch erstmal runter. Gib dem Ding. Zack. Ach, was? Das war's schon? Das waren jetzt alle Room Battles. Leute, es gab ein. Ne, machen wir erstmal noch weiter. Hier können wir auf jeden Fall noch was holen. So, er frisst sich jetzt erstmal voll. Also, solange es jetzt noch gut läuft. Aber das waren jetzt alle Room Battles. Es gibt natürlich vielleicht die, wie man das sieht, auf den Wegen, aber... Mehr nicht. Das war's. Wow. Käfer. Schöne dicke Käfer. Ein Schmatz. Ein Prot von 60. Also sind auf jeden Fall schon mal... Blight Resistance ist auch ein bisschen höher. Auf jeden Fall schon mal ein bisschen... Panzert hat die Dinger auch nicht getroffen mit meinem Wurfmesser. Aber dafür trotzdem Buff. Zack. Weg ist der fette Wurmkäfer. Viech. Boah, obwohl sind ja immer ein Paar. Oh, gestunt. Patsch. Ich möchte eigentlich nämlich aus der Mission noch so viel Loot holen, wie es geht. Zwei. Ah, blöde Käfer. Halt auf. So. So, sie kommt erstmal aus ihrem Stun raus. Okay, doch, ich kann den da hinten noch anhauen. Batsch, 4. Nein, nicht auf ihn. Er hat sowieso schon so wenig Leben. Und auch noch gestunt. Ja, komm, erstmal hier vergiften. So, schön hinten. Zack. So, den auch weg. Ja, und er stirbt durchs Vergiften. Schönes Ding. Perhaps the turning point. Ich mümmel den noch mehr. Nein, Schriftrollen lasse ich die Finger von. Die scheinen aber auch irgendwie neu zu sein. Ich hatte vorher nie Schriftrollen. Die so hier rumliegen. The match is struck. A blazing star is born. Hier ist nichts. So, genau, scoute mal, ob es sich hier überhaupt noch großartig lohnt. Ein paar mehr Truhen, okay, nee, wir machen die Mission jetzt hier zu Ende. Die ist, das, was da jetzt noch auf uns wartet, das ist nicht großartig viel. Da brauchen wir bessere Raumkämpfe für und mehr. Da sind wir jetzt hier fertig und er ist sowieso so gut dem Tode nah. Unserem Bounty Hunter. Nee, er möchte wieder zurück in die Stadt. Some experiments should have never happened. You are doing just work, ending the... Ist nur die Frage, wie viel Gold ich ausgegeben habe und wie wenig ich jetzt dadurch nur bekommen habe. Ist ein bisschen schade. Hatte ich aber auch noch nie, dass es einfach nur ein Raum war. Deinem Gegner. Oh, da muss aber einer in die Krabbenstation. Move Resistance und Bleed minus 40%, das ist scheiße. Oh, hier muss noch einer in die Krankenstation. Minus 4 auf Geschwindigkeit, das ist richtig scheiße. Obwohl dieses plus 2, wenn die Fackel höher als 75% ist, ist schon mal nice.
Das geht noch. Oh, das ist auch ganz gut. Das widerspricht sich hier wieder fast. Okay, okay. Es müssen auf jeden Fall welche wieder kuriert werden, aber ich glaube, wir haben nicht ansatzweise das Geld dafür. Ne, wir haben nicht genug Money dafür. Das heißt, wir schicken jetzt erstmal unsere Number One-Leute auf eine Mission. Number One, wow, das brauchen wir nicht nochmal, da wir das schon so gefunden haben. Was kann man mir denn hier sonst empfehlen, Monsieur? Explore 90% of Rooms und 4500. Ja, komm, das muss auf jeden Fall genommen werden. Und das ist sogar ein ziemlich guter Skill für Fernkämpfer. Plus 10 Genauigkeit auf Fernkampf-Skills. Das ist nice. So, vor, hinten, vorne, zweite Position. Und du, mein Freund, kommst auf die. Ach, er ist immer noch abhanden. Hast du denn die Skills, die ich von dir möchte, hast du drin? Dann kommen sie wieder auf die perfekte dritte Position. So, schauen wir mal nach. Eben aktualisieren, dass auch alles wieder da ist. Ja, komm, rein damit. -2 Dodge. Warte mal, was war denn das andere? Es war Blight Resistance. Aber ne, ich möchte meinen Dodge doch schon gerne auf 5 haben. Plus 4 ACC. Das könnte eigentlich, um ehrlich zu sein, gut unsere Healerin bekommen. Erstmal, da. ACC ist ja. Entschuldigung, das ist ja nicht Speed, das ist Genauigkeit. Das könnte unser Schütze hier bekommen. Und da er eh einen Dodge von 10 hat, ist die 8 jetzt immer noch nicht so schlecht. Ah, der hat aber einen Skill, den ich ihn eigentlich nicht haben geben lassen wollen würde. Aber okay, werde ich mit leben müssen. Okay, geht's. Alles noch gut im guten Bereich. So, dann nehmen wir die Mission mal an. Es ist jetzt eine mit Campen. Hier wird jetzt dann erklärt, was das Camping ist, aber das ist nämlich so, es sind auf jeden Fall größere Räume da. Und Campen ist dann dazu da, dann deswegen sollte man auch dann in solchen Missionen genug Nahrung mitnehmen. Weil das auf jeden Fall schon größere Missionen ist. Besonders, da man beim Campen auch nochmal Nahrung verbrauchen kann. Erstens brauchen sie es dann beim Campen, weil sie sonst hungern und Schaden kriegen. Bei sowas auch immer gern 2. So, mehr habe ich jetzt nicht dabei. 2 Schaufeln mit, weil es sind auf jeden Fall mehr Räume und sie können dann diese Buffs benutzen, die ich euch gleich dann zeigen werde. Ach, das ging ja mal schnell. So, wie man sieht, ist das hier schon ein bisschen größer und wir müssen noch 90% der Räume durchschauen. Das heißt, hier wird ein bisschen hin und her gerannt wohl. Und hier brauchen wir für so eine Mission eine Healerin. Nee, du nicht, falls es irgendwas ist, was psychischen Schaden macht. Ja, wie es der Fall ist. Lieber einen, der noch nicht so... Was heißt voll? Ist erstmal nicht voll, aber... Trotzdem müsst ihr ja nicht unbedingt noch mehr bekommen. Radiance, may we find victory. Spideys. So, schöner Massenshot. Und alle ausgewichen. Schönes Ding. Das sehe ich doch gerne. Nein. Ah, daneben. So, kurier mal unseren Typen. Schönes Ding. So, hier braucht keiner geheilt werden, also BAM! Und auch ausgewichen. Die haben es aber heute drauf mit dem Ausweichen. Das gibt's ja nicht. Nein, nicht vergiften. Das ist unschön. Nimm das. Dem könnt ihr nicht ausweichen. So, und jetzt. Die weichen schon wieder aus. Das gibt's doch gar nicht. 10. Was ist denn hier los heute? 8. Ey, aber sonst geht's hier noch. Das ist eine Level 1er Mission. Was stimmt denn hier nicht? Okay, er braucht dringender. Crit hier. Schönes Ding. Ach, und beide. Nice. Ja, komm. 3 bis 5. 5. Schön. Ja, und die Fokus sind immer noch. Ja, deswegen kriegt er wahrscheinlich auch mehr Schaden, weil er gemarkt worden ist. Na gut, er resistet den ganzen Scheiß dann. Weg mit euch, ihr Scheißspinnen. So, Snipeshot. Ey, was ist denn hier bloß los? So, aber wieder schöner Fünfer hier. So, stunnen wir die beiden mal da hinten.
Ey, was weichen die? Die haben einen Dodge von 13 und weichen hier den ganzen Scheiß aus. Den gibt's ja gar nicht. The way is lit. The path is clear. Ach, mag ich mich da nicht selbst? The fuck? Oh Mann, oh Mann. Und nochmal auf ihn. 8! Weil er gemarkt ist, es ist so krank. 10, direkt weg. So, und jetzt noch Stun hier. Schön. So, er braucht den Heal hier. Ah, der Ritter hat kein Heal dabei, das ist schade. Den Skill muss ich auf jeden Fall mit Money, wenn wir mal genug haben, kaufen. So, jetzt aber ja. Oh, so eine Scheiße. This expedition at least promises. Wir haben ein bisschen Nahrung dazu bekommen. Dann mümmel mal eben hier, mein Freund. Ah, was Negatives. Oder zumindest auch nichts Positives. Scouten wir mal. Ah, gehen wir mal runter. Oh, Fackel. Ja, komm, machen wir weg. Also Gegner sollten jetzt hier natürlich keine warten. Jetzt ist alles abgescoutet. Der nächste Raum ist auch. Ja, okay, leer. Dann kann ich auch erstmal so reingehen, weil ich dafür jetzt keine Fackel verschwenden. So. Da wartet direkt vor der Tür ein Fight auf uns. Oh, und sie fokussen weiter auf ihn. Aber er dodgt richtig schön. So, jetzt zeig ihn aber. Zack. Schönes Ding. Stun-Prozent ist bei 50-50. Ne, ich möchte ihn eben teilen, wenn es ein bisschen. So, nochmal voll ein hier. 4. Jetzt ist er wieder vorne mit dabei. Okay, die Falk setzt natürlich durch die Angriffe wie lange noch. Und die fokussen ohne Ende. Das gibt's, doch gar nicht. So, weg. Give them no quarter. So, weg, zack. Keine Rede wert hier. Ein Wagen. Ist bestimmt wieder nur Scheiße drin, ne? Oder gar nichts. Gar nichts. Hey. So, in den rechten Raum gehen wir jetzt nicht. Wir gehen direkt links weiter. Da der... Wir müssen nur 90% der Räume erkunden. Daher können wir uns darin sparen, da reinzugucken. Hey. Ein bisschen Depri. Und Gegner. Hier würde ich am liebsten den Hintersten ausschalten, weil der nämlich so einen Scheiß macht und uns richtig schön crazy machen will. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Ja, schön auf alle rauf. Stun. Wie sieht's bei Stun mit dem aus? Nur bei 10%. Ja, dann stunnen wir den Boy doch mal. Aber Schwein, das ist hier ein Killerschwein. Alle hier, bitte. Sobald ich Money habe, muss ich unsere Healerin so sehr hochskillen. Ah, schönes Ding. Ah, unser Freund braucht es hier gerade dringender. Bandagier dich mal. Und dann messer den Typen. Zack. Schwein. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. So, ab in den nächsten Raum. Ist empty. Ach, komm schon. So, fuck immer wieder. Ich will immer die Fuck. Ich will niemals minus Surprise und Scouting haben. Batsch. Fette Käfer. Stun angesagt? Oder was haben die denn für eine Resistance? Oh, die haben eine Stun-Resistance von 100%. Ja, komm, messern. Und daneben. Gruppenheal. Oh, 2 Zweier-Crits. Das ist schön. Ausgewichen, auch schön. Weich aus, weich aus! Nein! Jetzt ist das, was durchgeht, das auch schon wieder weg. Justice! Jetzt aber ja, baff!
Execute hier, alle weg. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Haben wir immer noch Plus auf alles. Und eine Truhe, aber dafür habe ich jetzt keinen Schlüssel dabei. Ich hatte nicht genug Money. Und ausgewichen und nicht getroffen. Scheiße, das könnte jetzt hier echt ein bisschen gefährlich werden. Ah, und Bleed. Das brauche ich gerade alles gar nicht hier. Oh, alle zwei, schön. Ah, komm, Messern. Das fette Schweinchen. Ah, keine Bandage da, schade. 13 Crit. Das ist gut. So, jetzt aber hier. Ah, schönes Ding. Ja, ist alles gut. Dann messen wir nochmal unseren fetten Freund hier vorne. So, Double Bleed. Das ist auch gut. Ausgewichen. Autsch. So, und alle nochmal hochheilen hier. Ja, komm. Ein bisschen Matschhaufen auch eventuell da hinten wegkommen. Dann kommen die näher zu mir. So, der ist auch weg. Jetzt nur noch das Schweinchen. Kann man das gut stunnen? Das ist richtig gut. Nein, er ist nicht in meiner Reichweite. Shit. Weil dann hätten wir ihn jetzt die ganze Zeit stunnen können und uns dafür hochheilen können in der Zeit. Zweier-Crit da noch, alles klar. For the slightest lapse in concentration. Ja, gesterben. Scheiß Schweinevieh. As victories mount, finden wir einfach hier zwei coole Items. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir wurden auch einigermaßen wieder gut hochgeheilt. Das heißt, das Camp werde ich dann wahrscheinlich nach dem nächsten Raumbattle, der hier hinten auf uns wartet, aktivieren. Gut, alle essen erstmal. Das hebe ich nicht auf. Ich guck da nicht rein. Da kriege ich meistens nur Scheiße bei sowas raus. So, jetzt auf den nächsten Roombattle, dann wird gecampt. Nein, ich will anfangen. Zweier-Crit, leck mich doch. 24, so Batsch. Oh nein! Das kann ich jetzt ganz und gar nicht gebrauchen. Wie sieht's hier hinten bei euch mit Stun aus? Stun, gute Chance. Dann Stun mal. Und sie weichen aus! Was ist das hier? Ist das der Dungeon, der... Wir weichen aus und ihr trifft uns nicht? Ach. Wer? 7 Crit. Ey, Leute. Ja komm, Fokus muss jetzt auf dich gelegt werden. Vernichtung! So, treff! Schön. Eine Kotze kannst du bei dir behalten, Schweinchen, dick. Oh. Aber wir haben ein Vorwort, das ist nicht schlimm. Also ein Vorwärtsschlag. Messer haben wir mal. Zack! Blute, Schwein, blute. Ach, das geht auch nicht. Ja, dann ab nach vorne wechseln hier. Ah, ja, komm, jetzt ist unser Ritter hier hoch. Der hat auch schon viel Schaden einstecken müssen. Oh, Gestärmschwein. 14 Crit. Oh nein, ach gut, ah, das seht ihr, wenn einer einen guten Quirk hat. Wenn er dann so richtig schön dagegen wirkt, das ist richtig schön. Sometimes, da, ja, die können das dann, das ist richtig gut, dann sind die so richtig dagegen und full power. Power. Ah nee, du wechselst einen nach vorne.
Scheiße. Euch stunnen wir mal hier hinten, wenn ich diesmal treffe und getroffen. Und beide stunnen. Schönes Ding. So, Gruppen hier. Um zwei. Gucken, ob ich Schweinchen jetzt erstmal ausschalten kann. Nein, kann ich nicht. So, nochmal Stun beide, das wäre nicht schlecht. Super. Oh ne, sie ist leider resistet und will meine Healerin crazy machen. She's making me crazy. Dann hauen wir erstmal Fleischmatsche drauf. So, alles weg hier. Komm mal näher, liebe Frau. Ja gut, geh schön auf ihn. Er hat eh genug von allem wieder. Du hältst dich jetzt mal eben selbst hoch. Oh, die Fackel ist ziemlich niedrig. Heben wir dich erstmal hoch. Schöner Schuss. Er hat sie überlebt. Und sie will schon wieder nach hinten schicken. Was soll denn das denn hier? Das wird dich jetzt auch nicht mehr retten. Ja, auf ihn. Mit drei. Wow. Zack. Weggemessert. A trifling victory. Ja, schön. But a victory nonetheless. So, dann guck mal rein, mein Freund. Was haben wir hier? Nothing. So, jetzt campen wir mal. Wir können jetzt in solchen Räumen, wo wir sind, campen. Dann übernachten wir da eine Nacht. So. Für 8 Nahrung bekommen wir 25% Energie und minus 10 auf Stress. Für nur 4 Nahrung bekommen wir 10% Leben und dafür aber 0 Stress. Bei nur 2 Nahrung passiert nichts, das heißt, sie müssen aber auch nicht hungern. Und wenn wir denen gar nichts geben, minus 20 Leben und 15 Stress rauf. Daher alles schön essen, Leben hoch, Stress runter. So, jetzt haben wir oben 12 Punkte zu verteilen. Neben der Sanduhr steht das. Und jeder unserer Champions, wie ihr sehen könnt, hat hier unten so schöne Fähigkeiten. Self-only, all Champions, Heal um 10% und Stress auf 10 runter. Das ist schön. Was kann er ein schönes? Da, das ist auch eine gute Fähigkeit. Das eine höhere Chance ist, dass wir Gegner überraschen, als die uns überraschen. Was kann er? Hier, ja, Move Poison. Remove Target Desires. All Champions, wenn nicht religiös. Reduce Stress. Stress, ja komm. Nee, machen wir erstmal hier. Du kriegst den Stress runter. Das kostet so auch am wenigsten. Und dann nochmal auf dich hier Stress runter. So, und dann machen wir jetzt mal ein Nickerchen und hoffen, dass keine Monster auf einmal bei uns sind, wenn wir aufwachen. Und keine. Weil manchmal kann es auch echt sein, dass Gegner, wenn wir jetzt dann so aufstehen, dann direkt bei uns sind. Ohne Falle, aber ausgewichen. Super gemacht. So sehe ich es gerne. Jetzt sind wir wieder topfit, bereit zum Battlen. Wir am ersten Tag, als wir reingekommen sind in den Dungeon. Weil jetzt sind wir ja schon Tag 2 hier unten unterwegs. As the light gains purchase, spirits are lifted. Und das Team schlägt sich super. So, wir müssen 90% auf Rooms. Bei so vielen Rooms könnte sein oder auch reichen, dass wir in den Raum nicht gehen. Aber ich will es nicht riskieren. Komm, entschärf mal und er entschärft nicht. Nicht gut. Und ich habe gerade nichts gegen Blutung. Schade. So, in den Raum ist wohl aber nichts. Dann kommen wir jetzt wieder zurück. Okay, Fackel baue ich jetzt keine anmachen, da jetzt hier wissen wir ja, dem Weg ist ja nichts. Es kann immer mal trotzdem Gegner auftauchen, obwohl man hier schon lang gegangen ist, aber es ist bis jetzt immer eine sehr geringe Chance gewesen. Daher riskiere ich es mal mit niedriger Fackel rumzurennen, aber jetzt wieder hier mal ein bisschen aufpimpen. So, dann schauen wir rein, Meister. Nichts.
So, jetzt erwartet uns das gleich noch vorher ein Kampf, bevor wir reingehen. So, beiden, zack. Daneben, Mist. Ah, ausgewichen. Ha, daneben. Ah, schöner Heal hier vorne. Komm. Ah, drei. Immerhin besser als nichts. Und du gib den Bein. Zack. Easy going hier. Und ein bisschen Cash. So, dann jetzt nochmal Fackel anzünden hier und dann mal wieder rein. Oh, hier haben ein paar Menschen. Und sie weichen aus. Also, der hat's echt mit seinen Schüssen. Wie hoch ist denn seine... ATC ist minus, warum? Ach, deswegen. Oh, ich glaube, ich tausche das doch wirklich um. Der schießt mir zu oft daneben für diese Fähigkeit. Wie sieht's mit Stunny hinten aus? 25 nur. Könnte gut klappen. Ah, klappt auch an sich ganz gut, da der Fernkämpfer da hinten echt auf alle ballern kann, wenn er da steht. Und das gefällt mir ganz und gar nicht. Und er weicht aus. Super. 10 Crit hier, Leute. Das ist doch mal astrein. Stun 50-50, komm. Probieren wir mal unser Glück. Ah, und es sitzt. So, jetzt aber hier. Buff. Ja, und er bufft alle nochmal hoch. Gut Wort zugesprochen. Stun sie. Ah, Mist, ich hätte lieber den Fernkämpfer gehabt. So, Heal ist jetzt voll. Dann machen wir mal hier hinten. Kommt der Blitz von oben in den Dungeon. Aus meinem Arsch. Ah, das meine ich. Das ist nämlich echt gemein, dass er einfach auf alle ballern kann. Und er will uns jetzt alle zum Bluten bringen. Und das machen auch noch drei. Der hat richtig gut getroffen, der Typ. Bam, 12 in sein Gesicht. Komm schon, das schaffst du, mein Freund. Buff. Oh, guter Schaden. So, und daneben Schaden. Ich wusste schon irgendwie, dass es nicht nochmal klappt. Oh, 5er Crit hat er getroffen, das Schwein. Hör auf zu peitschen. Jetzt bluten einfach alle vor sich her, das ist nicht schön. Ah, Gruppen heilen. Wir müssen gegen die Blutung arbeiten hier. Nein, nicht schön. Und er blutet noch mehr. Nein, jetzt kriegt er 2. Jetzt gib ihm meinem Freund 8. Das ist ein riesiger, fetter Matschhaufen. Ah, Mist, 7. So, kommst dann wieder welche? Alle beide, super Sache. Ah, da heilen wir uns erstmal gegen hier. Können ja nichts anderes machen. Ich klopp hier ein bisschen mit ihm auf Matsche drauf. Ho, fast weg. Ah, ich kann ja bluten. Gegenheilen. Hab ich ja ganz verpeilt. Das überlebt er auch noch. So, jetzt sind sie aber beide vorne. Oh, oh. 3, 3, 3, 2, nicht schön. Aber jetzt hier beide. 11er Crit. Glittering Gold, Trinkets and Baubles. Paid for in Dungeon hat es aber trotzdem ganz schön in sich. So, wir haben ein bisschen. 1, 2. Und du noch ein. Gegen die Blutung wird es wahrscheinlich nichts bringen, aber. So, Disarm. Super gemacht. Allermeisten. So, jetzt unsere letzte Nahrung auch flöten gegangen. Hat genau 4 gekostet. Wie ich es berechnet hatte. Sollten wir die nächsten Räume hier aber auch schaffen. Gut, hier ist schon mal nichts. Hier bin ich gerade sogar echt froh, dass hier nichts ist. Auch nichts. Auch nichts. So, dann haben wir es jetzt mit dem Kämpfen hinter uns. Nur noch Sachen, wo wir reinglubschen können. Und Fallen entschärfen. Gold. Oh, das ist gut. Das können wir gerade richtig gut gebrauchen. So, versuch du mal dein Glück.
Nein, hätte ja passen können. Ja, das überleben die jetzt alle problemlos. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Ach, können jetzt schon raus. Ja, komm, ich will hier so schnell wie möglich raus. So, jetzt haben wir auch ein schönes Item bekommen. Ordentlich Gold drauf. Stress haben wir auch noch nicht mal so viel. Oh. Ist einer Level 3 gekommen? Level up. Ah, ne, einfach nur Level up. Oh, Level 2. Positiv. Plus 10% Damage, wenn die Fackel über 75 ist. Problem mit dem Sterben, nicht so schön. Ja, das ist auch was, womit man leben kann. Alles eher, was zu Fähigkeiten wirklich reduziert ist, was uns Sorgen machen müsste. Wie war das nochmal mit ihm? Ich möchte gerne seine Krankheit heilen. Das kann ich nämlich gar nicht gebrauchen. So, die restlichen gehen an sich noch alles gut klar. Haben wir neue Helden am Start, um echt zu sein. Oh, ein Houndmeister können wir uns reinpacken. Das ist doch schön. Haben wir einen Platz dafür? Haben wir nicht. Das ist doch schön. Ja, wir sind auch bis jetzt relativ voll besetzt. Ich würde doch sagen, wir lassen es erstmal. Um ehrlich zu sein, würde ich am liebsten mal noch eine Healerin haben wollen. Ja, Leute, auf jeden Fall war es das jetzt auch erstmal mit der Folge Darkest Dungeon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann auch wieder beim nächsten Mal bei mir und Sebastian von den Gamer Neighbors und zu Darkest Dungeon. Haut rein, Leute.